So, wir haben dieses tolle rosafarbene Motorrad von ganz weit schon gesehen und stehen jetzt hier schön unter dem Stand. Und neben mir steht die... Mailin. Hallo. Und du bist hier das Stuntgirl, wie wir uns haben sagen lassen. Erklär doch mal kurz, wie kommt man dazu, überhaupt so einen Job zu machen, was ja eigentlich sonst immer nur die starken Männer machen? Ja, das war so. Vor 3 Jahren habe ich damit angefangen. Und das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gesehen habe, das war auf einer Motorradmesse. Und da haben die Profis ihre Shows gefahren. Und ich stand im Publikum, war total fasziniert, was da überhaupt geht mit so großen Maschinen. Und das Einzige, was ich wollte, das halt auch machen. Dann habe ich mir einen Wheelie-Workshop gesucht und das gelernt, ein paar Tage. Da war für mich klar, okay, egal wie, Hauptsache ich mache das. Macht so einen Spaß. Und ja, nach 1,5, 2 Jahren fing es dann an, dass es immer mehr professioneller wurde. Das ist so, dass ich jetzt schon Sponsoren habe und richtig damit reise und Shows fahre. Und ja, das ist halt mein Job geworden. Und was ist es für eine Maschine? Was hat es für eine Leistung? Das ist eine CBR 600 von Honda, hat 108 PS und eine sehr kurze Übersetzung. Damit funktioniert es einfach besser, dass man schneller aufs Hinterrad kommt und ja, so. Du fährst privat auch Motorrad oder was fährst du, zu so ein kleines Family-Auto oder was fährst du privat? Auto, Motorrad? Ja, Motorrad. Ich habe noch eine Victory zu Hause. Die fahre ich privat, also so eine Art Chopper. Und was sagt der Freund dazu? Ist er begeistert oder fährt er hinten mit oder lässt du ihn auch mal fahren? Oder wie ist da die Rollenverteilung? Er fährt selber auch Motorrad, auch schnell, aber eher Cross. Ja, ist auch Stuntman, eher im Bereich Auto und sowas, Autowerbung. Ja, der findet es toll, der findet es cool, natürlich. Hey, und wie lange bist du jetzt dann hier schon in Geiselwind beim Bike and Music? Das wievielte Mal ist es jetzt? Das 4. Mal. Also ich war das erste Mal, wo ich hier war, da war alles noch ganz neu, ganz frisch. Da konnte ich ein bisschen Wheelie fahren, also auf dem Hinterrad noch nicht viel. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so cool, wieder hier zu sein, weil es eines der größten Events überhaupt, das Schönste, finde ich. Und die Leute sehen immer wieder von Jahr zu Jahr, was ich für Fortschritte mache und einfach genial. Ich bin echt froh. Das Wetter könnte nur ein bisschen besser sein, aber ab morgen wird es schön und dann geht's richtig los. Wunderbar, vielen Dank und wir schauen uns weiter um. Hey, baby, I think I need some love.